Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch Ranked mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir Reinhardt gespielt und haben richtig krass rasiert. Das war mega nice. Ich weiß, wofür ich die nächste goldene Waffe mir hole. Wahrscheinlich für ihn. Sehr wahrscheinlich für ihn. Zwischen den Aufnahmen habe ich jetzt leider ein Match verloren, deshalb ist mein Rang wieder so kacke und das war halt ein scheiß Match. Aber ist in Ordnung, weil wir hatten zwei sehr, sehr geile Matches. Da kann man halt mal ein komplett kackes Match haben. Passiert, passiert, passiert. Wir hauen jetzt ein geiles Match raus und wir sehen uns wie immer im Match. Bis gleich. Da sind wir wieder. Wow, ich bin auf Route 66 und da ist ein Goldtyp mit 1 Milliarde Sternen im Gegnerteam. Holy fucking shit, Alter. Kann man nur so viele Sterne haben? What the fuck? Das ist ganz schön krass. Ich bin als erstes Angriff, okay? Letztes Mal habe ich, glaube ich, Moira auf Route 66 gespielt. Ja. Ich glaube, ich habe mich gerade schon ein bisschen mit Zenyatta eingespielt. Bei dem Kackmatch gerade. Ich glaube, das könnte ich für vielleicht gut hier einfach holen, weißt du. Dann soll jemand anders irgendwie einen hyper krassen Heiler spielen, wie zum Beispiel eine Mercy, weil wir eine Pharah haben. Eigentlich wäre eine Mercy die einzige wirklich gute Alternative. Wobei, ich kann Pharah ja auch heilen. Eine Brigitte, okay. Ist das ein Hyper-Heiler? Nicht so wirklich. Könnte ich den aus heilen? Kann ich eine Brigitte aus heilen? Ah, das sieht eigentlich nach einem guten Match aus. Maybe Mercy oder Moira. Ja. Mit Moira habe ich gerade ganz schlechte Erfahrungen gemacht, aber nee, ich habe keine Lust auf Moira. Ich habe letztes Mal auf Route 66 auch schon Moira gespielt. Ich will nicht, dass Route 66 vor Pharah? Warte, Moira vor Pharah ist aber irgendwie dumm, weil ich kann ja Pharah heilen. Also von daher, ich gebe einfach das Öhrbchen mit auf den Weg und dann macht ihr das schon. Ach ja, damals habe ich nur Zenyatta gespielt. Ich glaube, ich bin wieder in Zenyatta-Laune. Oh lol. Ich glaube, ich bin Zenyatta-Laune. Och nein! Am Ende ist so schlecht. Das war ja, was soll das, ne? Was soll das? Was soll's? Meine ich eigentlich mit eher, was soll das? Passt schon. Ja, das war wohl zu spät. Egal, ich bin trotzdem in Laune, diesen Helden zu spielen. Lol, er fliegt einfach von der Map. Ist das der Goldtyp, der Soldier spielt, Alter? Ach man. Tatsächlich, ich wusste es. Er hat ja auch so ein Emblem-Ding gehabt. Ach komm. Also, ja, das ist jetzt einfach nur unfair. Ich habe halt jetzt echt zweimal. Das war blöd. Aber eigentlich habe ich, glaube ich, gerade. Kann ich, glaube ich, eigentlich mega abgehen mit diesem Helden. Aber ich habe gerade echt viel Scheiße getroffen. Fracht voranbringen. Ich bin der Heiler. Oh, ich habe den Rad noch gekillt. Ja, natürlich trifft das Rad mich. Also ohne Scheiß, dieses Rad, ne? Es hat wirklich, egal welchen Helden ich spiele, es trifft immer mich. Ob ich Roadhog spiele, ob ich Mercy, ob ich Moira, ob ich Zenyatta spiele. Es trifft wirklich richtig häufig mich. Ja, wir kommen voran. Ich habe halt wirklich 3 Tode. Ist halt echt ärgerlich. Also wirklich ärgerlich. Komm, flieg, flieg. Aus einer Feder kein Huhn? Ah, ich gebe denen die Heilung. Okay, sie hat sogar überlebt. Sie hat ihre Ulti überlebt. Das ist sehr, sehr gut. Oh, nice. Ich habe tatsächlich Goldheilung, ne? Was ein bisschen bescheuert ist. Wobei, Alter, ich habe mega viel Heilung, ne? Tatsächlich. Für die 2 Minuten habe ich gar nicht so wenig Heilung. Ich habe doch gerade wen gehört, oder?
Ha, nice. Ich wusste es. Ich wusste, dass ich Glück habe. Ich gebe der Pharah das Ding mal. Oh, schade, sie ist leider tot. Oh, natürlich kommt dann auch der Soldier noch von oben. Ich bin gerade noch am Flamen, wenn ich sterbe, aber es ist wirklich irgendwie jetzt mal ganz, ganz blöd, wie ich sterbe. Und überlebe überhaupt nicht lange. Jetzt habe ich schon wieder sehr wenig Heilung. Gerade waren halt 2 Minuten und da hatte ich irgendwie 2000 Heilung. Das habe ich gedacht, oh, das sieht doch gar nicht so scheiße aus. Was? Warum haben wir ein Bastion? Oh, nee. Ah, scheiße, der stand gerade richtig dumm, einfach so rum. Alle. Soldier ist halt da, der hält mich ein bisschen ab davon, dahin zu gehen. Ja, scheiße. Der Typ sollte mal... Ich konnte den durchgehend nicht sehen, den Typen. Oh. Okay, das war eigentlich nur für 2 Leute. Aber ich glaube, dadurch können wir den Kampf hier gewinnen. Was sehr worth ist. Scheiße. Ach, 50 Sekunden noch. Scheiße. Ah, ich bin oft gestorben. Hab nicht viel machen können tatsächlich. Sehr awkward teilweise. Das ist halt jetzt blöd, wir sind da ein bisschen alleine. Ich muss halt hinter den Leuten hinterher springen, damit ich die irgendwie erwische. Oh nee, Alter. Schade. Oh, ist ja fast, glaube ich, fast getroffen eigentlich. Okay, wir haben ihn. Ich habe Angst auf den Soldier, wenn er gleich wiederkommt. Angst vor dem Soldier, wenn er gleich wiederkommt. Da ist er. LOL! Oh nein, dann kommt so eine fucking Moira. Okay, mein Team macht aber Sachen. Kommt, Leute. Warum haben wir ein Bastion? Warum? Oh, fucking Bastion. Ich bin, glaube ich, zu langsam. Duelle fighten. Gehen bitte nicht von der Fracht weg. Oh. Komm. Na, oh, dieser scheiß Soldier da oben, ne? Ja, das war's. Oh lol. Hätte ihn nicht ganz erwischt. Oh, dieser fucking Soldier im Gegnerteam, ne? Der irgendwie, der muss ja 500.000
Spielstunden haben, Alter. Ah, man kann das gewinnen, aber... Ich bin auch echt scheiße gewesen, ja, war ich. Ich war auch echt scheiße, ich weiß. Aber wir hatten den Bastion, Alter. Jetzt mal ganz ehrlich. What the fuck? Der hatte Reaper gespielt, der spielt jetzt Bastion. Er hat immer zwischen Bastion und Reaper hin und her gewechselt. Das war ein bisschen weird. Wir hätten vielleicht mehr Heilung gebraucht. Ich konnte hinten halt, wenn ich hinten halt ein bisschen mehr Leute bekommen hätte, wie häufiger den Soldier oder sowas, ne? Oder überhaupt mal den Soldier. Habe ich den überhaupt einmal bekommen? Ich habe den auf jeden Fall ein bisschen Damage gemacht, aber ne, wenn ich ihn häufiger mal bekommen hätte, dann... Warum Bastion? Gerade in der Verteidigung, Alter. Oi. Gerade ohne richtigen Healer, ne? Wir haben keine Mercy oder Moira. Man braucht eigentlich eine Mercy oder Moira, wenn man halt Bastion spielen will. Ansonsten ist man komplett am Arsch. Ich hoffe mit diesen Helden einfach... Ich werde einfach ganz weit hinten stehen und versuchen ein bisschen was rauszuholen. Am besten hier hinten irgendwie so. Das stelle ich mir ganz gut vor, aber... Einer pickt nicht. Einer will kein Healer spielen. Oh Gott. Oh Gott, wir haben verloren. Nee, guck mal, der kommt noch. Oh Mann, ey, aber warum so knapp? Oh Gott. Gut, dass ich ihn von hier kaum sehen kann. Oh Mann, außer natürlich runterfallen. Der stellt sich dahin, wo ich ihn nicht heilen kann, ne? Also jetzt mal leck mich am Arsch einfach nur. Wow. Der muss leben, Simon. Ah! Wie ist der da hochgekommen? Ich hab ihn doch gesehen! Meine Fresse, Alter. What the fuck, ey? Ich treff die Leute überhaupt nicht. Oh Gott, ey. Oh, dieser scheiß fucking Bastion. Der muss einfach fucking wechseln. Der kann doch jetzt nicht nochmal als Bastion loslaufen, oder? Have some mercy, Alter. Warum suicidet er sich? Ich bin noch am Flame, ne? Aber es ist auch wirklich teilweise bescheuert. Okay, wir haben ihn. Oh mein Gott, er ultet und ist so mega low. Ich meine, es funktioniert tatsächlich im Moment irgendwie, ne? Also, das Ding ist halt, die gehen halt viel zu weit. Da hinten kann ich nicht heilen. Der Typ suicidet sich schon wieder. Oh Gott. Oh. Verstecke ich mich halt. Oh, Alter, jetzt haben die mich aber auch heftig gejagt, ne? Ich habe da oben mega viel Sachen machen können. Jetzt haben die mich aber zum Schluss heftig gejagt. Warum haben wir einen fucking Bastion? Oh, guck mal, der macht Kills aber gerade. Oh, lol. Alter, damn. Wenn wir jetzt bei unserem Punkt bleiben da, ne? Nice, Alter, das war gut von dem Bastion, gerade wo ich über ihn geflamed habe.
gekillt einfach. Okay, ich hab Ulti, Alter, für den letzten Kampf. Oh Gott. Wir räumen einfach hinten auf. Alter, das war jetzt wirklich hundertprozentig so. Ich muss den killen oder wir verlieren das. Komm, Simon, hau raus, hau raus, hau raus, hau raus. Ah, oh, wir haben gewonnen. What the fuck? LOL. Wir haben das gewonnen. Der Bastion hat richtig Arbeit gemacht zum Schluss. Ich musste den Genji da einfach killen, ansonsten wären wir da richtig im Arsch gewesen. Highlight des Spiels. Das hat der Play of the Game, als wenn der irgendwie mega wichtig für unser Team gewesen wäre. Oh Gott, zum Schluss hat er ordentlich was gemacht, das stimmt schon, ne? Oh mein Gott. Das war halt mega wichtig zum Schluss. Tatsächlich. Transzendenzheilung. 3000 irgendwas. Oh man, der Gegner hat nicht verdient zu verlieren, Alter. Der war eigentlich heftig gut. Was war das? Was war das für eine Folge? What the fuck? Ich war halt auch nicht gut. Ich habe 8 Tode. Zum Schluss habe ich ein bisschen was machen können, so, ne? Zum Beispiel habe ich den Genji da zum Schluss gekillt. Druck gemacht bei den Soldier da ein bisschen noch, ne? Aber wie wir den ersten... Als wenn wir die dominiert hätten. Wir haben den ersten Punkt verteidigt. Als wenn wir die dominiert hätten. Guck mal, ey, ich hab 3000. Oh Mann, ey, das war echt dumm. Oh, what the fuck. Naja, cool. Ich freue mich, dass wir das gewonnen haben. Soldier war heftig gut, Alter. Der war schon gut. Auf jeden Fall. Der war nervig. Die war... Auf jeden Fall hat's versucht, ne? Irgendwas hat mich an ihm gestört. Ich weiß nicht genau was. Er hat mich auf jeden Fall gestört. Wie auch immer. Ja, ich würde mal sagen, das war eine erfolgreiche Folge, ne? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.